Für unser nächstes Spiel brauche ich zwei sympathische junge Menschen mit einer positiven Ausstrahlung. Genau. Oliver und Tätje. Ja, sehr gut. Barbara, kommt bitte auch mit. Weil du interviewst die beiden nämlich jetzt als Chefreporterin von Du und dein Weihnachtsbaum. Und jetzt brauche ich Sie, meine Damen und Herren, Weihnachten steht vor der Tür. Was lieben Sie am meisten an Weihnachten? Geschenke, Essen, Plätzchen, Zimtsterne. Zimtsterne. Zimtstein. Wir nehmen mal die Zimtsterne, die der Pocher als Zimtsteine verstanden hat. Achtung, nicht, dass es politisch wird. Ach, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Was machen wir? Was? Hitler backt Zimtsterne oder was? Ja. Das. Gut, dass ich so sympathische Kollegen ausgewählt habe. Ja. Wir tun jetzt was für eure Sympathiewerte. Ihr hasst Weihnachten und ganz besonders Zimtsterne. Aber immerhin gebt ihr zu diesem Thema ein Exklusivinterview. Kleines Problem, ihr seid eine Person und antwortet immer nur mit einem Wort abwechselnd. Das am Ende vielleicht dann doch ein sinnvolles Interview ergibt. Viel Freude. Guten Tag, Herr Hidolf Adler. Sie haben sich ja als absoluter Weihnachtshasser geoutet, auch bei Sabine Christiansen letzte Woche. Deswegen möchte ich jetzt die Chance wahrnehmen, mit Ihnen hier zu sprechen. Warum ist das so? Warum hassen Sie Weihnachten so sehr? Weihnachten ist ein Fest, das keiner haben muss. Darum wird Weihnachten ab nächstem Jahr abgeschafft. Korrekt. Achso. Wie genau möchten Sie das durchsetzen, dass praktisch dann in ganz Deutschland oder ganz Europa kein Weihnachten mehr gefeiert wird? Nun, ich bin da ganz anderer Meinung als viele Menschen in Deutschland. Ich meine, dass da die Zimtsterne zwei Drittel aller Fraktionsmitglieder stellen Zimtsterne ohne Genehmigung. Ah, ja, da kann ich Ihre Verärgerung natürlich verstehen. Sind Sie auch für ein europaweites Verbot von Weihnachten? Selbstverständlich nicht! Sie haben ja gerade die Zimtsterne schon ins Spiel gebracht. Sie haben ja schon die Zimtsterne ins Spiel gebracht. Was genau stört Sie an Zimtsternen so sehr? Sie sind in der Realität bräunlich und schmecken abscheulich. Gut, das ist Geschmackssache. Sie haben jetzt noch mal die Möglichkeit, wir haben ja eine breite Zuschauerschaft heute hier bei uns, noch mal einen Aufruf für die Einstellung von Weihnachten und die Abschaffung von Weihnachten im nächsten Jahr praktisch durchzusetzen. Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder und Kinder, aber auch natürlich die älteren Menschen wollen wir heute, morgen und auch die Tiere, welche wir schon bei einem Rumpsteak verzehrt haben, grüßen. Wir sind eindeutig
Ach Mann. Das sich deutlich einsetzt für ein zimtsternfreies Wohnzimmer. Darum möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Zimtsterne böse sind. Vielen herzlichen Dank.